Sie erinnern uns ein Stück weit an den Urtypus des sympathischen Ganoven, Robin Hood. Der Gerechte, der Reiche bestiehlt, um Armen zu helfen. Natürlich handeln die meisten realen Ganoven nicht so selbstlos. Das Interessante ist aber, auch Robin Hoods Weste war nicht immer so sauber, wie wir denken. Seine Sage basiert auf mehreren historischen Figuren. Einige davon waren skrupellose Widerstandskämpfer, die vor Willkür und Mord nicht Halt gemacht haben. Erst über Jahrhunderte kristallisierte sich dann das Saubermann-Image des gerechten Gesetzesbrechers heraus, weil die Gesellschaft mutige Menschen liebt, die für das Gute kämpfen, auch wenn sie dabei Gesetze brechen müssen. Deshalb bedient auch die Filmbranche erfolgreich das Image des guten Ganoven. Besonders beliebt sind sogenannte Heist-Filme, Filme über Raubüberfälle. Im Genre-Klassiker Ocean's 11 raubt zum Beispiel ein ganzes Team an smarten Ganoven ein Casino aus. Aber auch ausgeklügelte Diebstähle von wertvollen Schmuckstücken oder Einbrüche in Banken über einen selbstgegrabenen Tunnel faszinieren das Publikum. Das Image der Ganoven in diesen Filmen ist klar. Sie wenden keine Gewalt an. Sie tricksen eher das System oder einen Konzern aus. Und wenn es Opfer gibt, dann sind diese meist unsympathisch, reich oder machtgierig. Jemand, der genau das Bild des genialen Filmganoven zu erfüllen scheint, ist unser zweiter echter Krimineller. Vincenzo Pipino, ein Serieneinbrecher. 25 Jahre lang saß er für seine Verbrechen immer wieder im Gefängnis. Wie viele Einbrüche er in seinem Leben gelandet hat, das kann er selbst nicht beantworten. Das ist schwer zu sagen. Juweliere? Etwa 40. Und dann Häuser, Wohnungen und Paläste. So 3.000, 4.000? Schon seit seiner Kindheit arbeitet Vincenzo Pipino als Dieb. Heute ist er fast 80 Jahre alt und inzwischen sei er in Rente, sagt er. Seine Heimat ist Venedig und hier hat er auch die meisten seiner Einbrüche begangen. Hier waren wir im Dachgeschoss und haben den Tresor rausgeklaut. In 80% der Häuser hier bin ich eingestiegen. Hier habe ich ein paar Grafen ausgenommen. Dieses Weiße, dieses auch. Wir haben sie alle gemacht. Dabei hat Pipino, der selbst arm geboren wurde, eine Ethik. Regeln, wen er beklaut. Also, ich klaue nicht bei Ärzten. Absolut verboten. Auch wenn sie Milliardäre sind. Das Gleiche gilt für Anwälte, Polizisten, Richter und Arme. Die sind unantastbar. So handeln ehrliche Diebe. Ich bezeichne mich als ehrlichen Dieb. Ein ehrlicher Dieb? Gibt es das? In seinem Weltbild hat er also tatsächlich Gut und Böse und Recht und Unrecht. Aber spannenderweise sind diese Dimensionen nicht übereinstimmend mit den Dimensionen, die unsere Gesellschaft definiert. Denn unsere Gesellschaft sagt ja nicht, ja, wenn du arm geboren bist, dann kannst du gerne Menschen bestehlen und mach doch, was du willst. Aus offensichtlichen Gründen ist das keine Regel, die wir okay finden. Er findet die Regel okay, er erkennt aber nicht, dass es unvernünftig ist, dass er der Meinung ist, seine Regeln stehen über den Regeln der Gesellschaft. Pipinos Vorgehen bei seinen Einbrüchen klingt tatsächlich etwas nach Filmganove. In Venedigs Seitengassen klettert er die Wände der Häuser hoch. Dabei trägt er Klamotten in der Farbe der Dächer. So fällt er weniger auf. Egal, ob die Privathäuser reicher Venezianer oder berühmte Kunstmuseen. Vor Pipino war kein Gebäude sicher. Beispielhaft für Pipinos kriminelle Karriere war aber auch diese unglaubliche Geschichte. Es geht um den Einbruch bei einem Düsseldorfer Juwelier, bei dem auch Pipinos Kumpel Gino dabei war. Die Gelegenheit hat sich einfach ergeben. Wir mussten eigentlich nach Brüssel. Wir wollten dort ein Juweliergeschäft am Börsenplatz ausnehmen.
Auf dem Weg dorthin machten wir einen Zwischenstopp in Düsseldorf, um von dort weiterzufahren. Und da haben wir beim Spazierengehen auf der Königsallee ein kleines Juweliergeschäft gesehen. Es war nicht besonders groß, aber es war voll mit super wichtigen Uhren. Und der Laden hatte einen Standortvorteil. Wir sahen, dass gleich daneben ein kleines Restaurant renoviert wurde. Und von dort aus konnte man es machen. Es machen? Der Plan? Pipino will ein Loch in die Wand des Restaurants schlagen und so ins benachbarte Juweliergeschäft einsteigen. Unter einem Vorwand geht Pipino am nächsten Morgen in das Juweliergeschäft. Er muss abschätzen, wo genau er die Wand durchbrechen kann. Er entscheidet sich für eine Wand in der Werkstatt, im hinteren Teil des Ladens. Und der Dieb wirft auch noch einmal einen genauen Blick auf die Beute. Uhren im Wert von fast 2 Millionen Mark. Wie bei vielen seiner Einbrüche trägt Pipino übrigens auch jetzt Anzug und Krawatte. Die beiden Einbrecher warten, bis der Juwelier den Laden abschließt und betreten dann das renovierungsbedürftige Nebengebäude. Mit Hammer und Meißel machen sie sich an die Arbeit. Das Problem ist nur, das Ganze macht zu viel Lärm. Aber Pipino hat eine Idee. Wir hatten beschlossen, es an einem Samstagabend zu machen. So gegen 23 Uhr. Und in der Nähe war ein Nachtclub. Er hatte eine Metalltür. Jedes Mal, wenn jemand reinging, hörte man Boom. Und dann schlugen wir zu. Boom, boom. Aber das dauert natürlich. Schnell wird klar, es braucht eine neue Strategie. Ich sagte zu meinem Partner Gino, wenn wir so weitermachen und nur dann, wenn sich die Tür öffnet und schließt, zuschlagen. Bum, bum, dann sind wir Montagmorgen immer noch hier. Also habe ich ihm gesagt, lass mich das machen. Du stehst draußen und achtest auf die Lautstärke. Währenddessen musste ich mich richtig anstrengen. Bum, bum, bum. Um das Loch zu machen, aber ich habe es geschafft. Das Loch war fertig. Die beiden steigen durch das Loch in der Wand des Werkstattraums. Und schließlich stehen sie tatsächlich im Laden. Dort kann Pipino sein Glück kaum fassen. Oben auf dem Tresor lag so ein Päckchen, eine Art Samttasche. Die war voll mit Brillanten, die auf Uhren montiert werden sollten. Fabelhafte Brillanten. Keine großen, aber gut. Wahnsinn, sagte ich. Und dann habe ich sie reingesteckt. Dann räumen die Einbrecher die Vitrinen leer. Während sich sein Kumpel Gino noch weiter umschaut, macht Pipino eine Entdeckung. Ich sagte zu ihm, wie schön, da draußen wartet die ganze Polizeistation auf uns. Und er dachte, ich mache einen Scherz. Aber tatsächlich waren da fünf unbeleuchtete Autos, die Straße herunterkamen. Pipino weiß, es gibt keinen Fluchtweg. Aber eine Idee hat er noch. Ich öffne die Tasche mit den Brillanten und werfe mir eine Handvoll in den Mund. Eine Handvoll Brillanten. Und mein Begleiter sagt, bist du verrückt? Aber ich sage nur, du musst verrückt sein. Iss selbst eine Handvoll. Die Polizei stürmt in den Laden, nimmt Komplizen Gino fest. Und Pipino? Ich konnte nicht einmal sprechen, weil mir ja die Steine im Hals steckten. Ich musste sie runterbekommen. Da kam ein Polizist, packte mich an der Krawatte und drückte mir den Hals zu. Und in dem Moment konnte ich sie schlucken. Kaum zu glauben, aber die Diamanten kann Pipino später tatsächlich aus dem Gefängnis schmuggeln und verkaufen. Zunächst werden die beiden Einbrecher aber festgenommen. Dabei wehren sie sich nicht, haben auch keine Waffen dabei. Wir waren so, weißt du, niemals gewalttätig. Nie haben wir jemanden auch nur geschubst. Er habe immer gewaltlos gehandelt, trägt Anzug, seine Opfer reiche. Das erzählt Pipino gerne. Man muss aber auch wissen, die Liste seiner Straftaten ist sehr lang. Unter anderem saß er wegen Drogenhandels. Was ist also dran am Gentleman-Dieb-Image?
Er meint, er wäre ein Gentleman-Räuber und das wäre ja alles quasi in seinem Wertesystem okay. Aber er lässt Dinge weg. Er lässt seine Drogendeals weg, er lässt auch Wohnungseinbrüche weg, wo wahrscheinlich viele Menschen nicht so viel Sympathie hätten. Das heißt, er erzählt einen Teil der Wahrheit, den andere irgendwie unterhaltsam finden und nicht so schlimm finden. Aber die ganze Wahrheit mit allen unschönen Aspekten, die wird er sicherlich niemals wahrheitsgemäß darlegen. Er ist eben ein Showman. Ein paar Jahre vor der Düsseldorf-Geschichte. Pipino sitzt wegen eines anderen verpatzten Einbruchs in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Schweiz. Aber der Verbrecher hat nicht vor zu bleiben. Sein Plan? Der Klassiker. Die Gitterstäbe am Fenster durchsägen. Zufällig finden gerade Bauarbeiten im Gefängnis statt. Und einer der Handwerker ist Italiener. Ich sprach ihn an und sagte, hey, wie geht's? Du bist Italiener? Woher kommst du? Ich komme aus Venedig. Und er sagt, was für eine schöne Stadt, so das Übliche. Und dann frage ich, willst du eine kostenlose Reise nach Venedig machen? Zum Canal Grande? Wenn du das nächste Mal zur Arbeit kommst, bring eine Packung Metallsägen mit, okay? Es gelingt Pipino, den Handwerker zu überreden. Der wirft die Sägen im Gefängnishof ins Gras. Pipino sammelt sie bei einem Spaziergang auf und nimmt sie mit in seine Zelle. Mithilfe des Werkzeugs sägt sich der Ausbrecher nach und nach durch einen der Gitterstäbe. Eine langwierige Arbeit. Damit er nicht auffliegt, während er an den anderen Stäben weitersägt, setzt er zwischenzeitlich einen Holzstab in die Lücke ein. Seine Täuschung hat Erfolg. Am Tag nach Heiligabend ist der Weg endlich frei. Pipino steigt aus dem Fenster, klettert aufs Dach und kann von dort entkommen. Aber er setzt noch einen drauf, mit einem Brief an den Gefängnisdirektor. Die Schweizer waren stinksauer. Denn nachdem ich geflohen war, habe ich einen Brief an den Direktor geschrieben. In dem stand, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Auf Wiedersehen, Vincenzo Pipino. Bei über 3000 Einbrüchen ist es schwer zu sagen, welcher Pipinos größter Coup ist. Der Diebstahl aus dem Dogenpalast, dem weltberühmten Kunstmuseum in Venedig, zählt sicher dazu. Pipino hat es auf ein Gemälde aus dem 15. Jahrhundert abgesehen. Dafür schließt er sich einer normalen Touristengruppe an. Es gelingt ihm, sich unbeobachtet von der Gruppe abzusetzen. Dann versteckt er sich in einem Teil des Museums, das aus ehemaligen Gefängniszellen besteht, und wartet, dass es Nacht wird. Ich wartete darauf, dass der Nachtwächter seine Runde machte, dann kam ich aus meinem Versteck, aber ich kam nicht dran an das Gemälde, denn es hing sehr hoch. Allerdings sah ich, dass unten im Gebäude Renovierungsarbeiten stattfanden. Und dort fand ich eine Leiter. Ich nahm das Gemälde vorsichtig von der Wand, wartete, bis der Nachtwächter die Runde machte und haute dann ab. Es klingt simpel, aber noch nie war es vorher jemandem gelungen, aus dem Dogenpalast zu stehlen. Damit schreibt Pipino an diesem Tag Geschichte. Sein Leben lang hat Vincenzo Pipino Verbrechen begangen. Er saß 25 Jahre im Gefängnis. Schuldgefühle hat er trotzdem keine. Schuldgefühle? Warum? Ich habe nie in Kirchen gestohlen. Im Gegenteil, ich habe immer gegeben. Ich habe immer den Armen geholfen. Warum sollte ich den Reichen gegenüber Schuld empfinden? Sie sind Milliardäre. Sie wurden reich geboren, während wir nackt geboren wurden, tragen sie Smokings. Welche Schuld habe ich? Ich habe keine Schuld. Und Reue? Nein, ich empfinde keine Reue. Gar keine Reue? Wie kann das sein? Meiner Erfahrung nach haben alle Menschen, auch die alle möglichen Straftaten begehen, immer ein Konzept von sich, in dem sie selber nicht der oder die Böse sein wollen. Und so neigen alle Menschen dazu, ihr Verhalten zu rechtfertigen. Das ist eine ganz menschliche Eigenschaft, stets auch vor sich selbst Rechtfertigung zu finden. In seinen Augen hat der Serieneinbrecher Vincenzo Pipino also eigentlich nichts Falsches getan. Für ihn gibt es also auch keinen Grund für Reue. Von jemandem ohne Reue kommen wir.